Und schön, dass ihr am Start seid. Nicht umsonst diese Ansage auf ganz entspannt, weil heute mal wieder eine Mission da ist, ob ihr es mir glaubt oder nicht, die ich nicht gerne mache. Die ich einfach aus meinem Pflichtbewusstsein heraus mache als Essenstester, als professioneller Bewerter. Und es steht eine besondere Mission an. Der gute Knossi, Trimax und wahrscheinlich zig andere Investoren haben eine Pizza herausgebracht, eine Pizzakette gegründet, sage ich mal, zu der ich natürlich verpflichtet bin, meinen Senf dazuzugeben, euch zu sagen, meine ehrliche Meinung, ob das Ding scheppert, ob es nicht scheppert. Zu diesem Anlass blende ich hier noch einmal unser Ranking ein, unser Lieferservice-Ranking, bitte Marcel. Ich möchte bitte, dass du hier ganz, 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 ganz maximal dramatische Musik einblendest. Wir werden das Ding folgendermaßen angehen. Ich rede ruhig und entspannt, merkt ihr die ganze Zeit, weil wir müssen hier 8 Minuten vom Video vollkriegen. Und wir werden das Ganze testen, um fair und ehrlich. Fair und ehrlich, Leute, heißt, dass es unter Umständen sein kann, dass ich es nicht gut bewerte. Es kann passieren. Ich will es nicht, aber das Ganze bringt nichts. Und wäre auch unfair, all den Gastronomen da draußen, die vielleicht keinen großen Namen haben, keine Reichweite, da jetzt wegen großen Namen einfach eine gute Bewertung rauszuhauen. Es ist, wie es ist. Und ich kann nicht anders, als ehrlich zu sein. Um die 8 Minuten voll zu machen, werde ich jetzt noch mal ein kleines Lied singen. Marcel, bitte den Beat. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Wir können starten. Vielleicht, Leute, um nochmal zu erklären, was das jetzt genau auf sich hat mit dieser Kette, die sie gegründet haben. Ihr seht ja dieses Ranking. Ich blende das nochmal ein. Wir haben eine richtig gute Grundlage. Eine richtig gute Grundlage, weil ich habe gerade so, sage ich mal, die umsatzstärksten Pizza-Lieferservice-Ketten überhaupt getestet. Blende ich am Schluss auch nochmal ein, dass ihr euch das Video angucken könnt. Ich habe einen mega guten Vergleich. Call it Pizza, Smileys, Domino's und Pizza Max. Das sind die umsatzstärksten Ketten in Deutschland. Habe ich alle getestet, bewertet und kann da super, super guten Vergleich machen. Wir werden jetzt bestellen. Ich war fast zu dumm, das zu bestellen. Ich musste jemanden zu Hilfe holen. Ich werde von hier bestellen, werde da hinfahren und dann geht das ruckzuck los. Wir machen 3 Runden. 3 ganz geschmeidige Runden, 1 Special-Runde, 2 normale. Lasst euch überraschen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ja, geil, das los. Übrigens, ich musste mit Kreditkarte bezahlen, was mir überhaupt nicht schmeckt. Ich habe mitten in Hamburg reinbestellt. Eine Bestellung bei Happy Slices. Okay, 18,39. Oh, ich muss Gas geben. So eine Scheiße, Alter. Das schaffen die doch aber auch niemals. Ah, Kacke. Ja, und damit ich das nochmal erkläre. Meines Wissensstandes nach konnte ich jetzt nur irgendwohin bestellen, nicht im Laden essen oder so, weil ich habe mich noch nicht mit dem Konzept befasst. Anscheinend kann man nur bestellen irgendwohin. Das habe ich auch gemacht und den Lieferort ausgewählt und fahre selber da jetzt hin. Übrigens nur für euch, die Lieferzeit, die gesagt wurde über Lieferando, 30 Minuten, ne? Ich dachte, ich kann jetzt mega entspannt, kann ich hier jetzt fahren, weil die ewig dauern, weil es jetzt auch, glaube ich, jetzt der 3. Tag, wo die Pizza verkaufen oder 2. oder so. Ich dachte, das dauert ewig. Da bin ich voll in Schwierigkeiten jetzt, aber ich werde das rechtzeitig schaffen. Guter Verkehr, aber echt schnell die Zeit, echt schnell. Wir sind am Start. Ich habe einfach irgendwas in Hamburg eingegeben, was im Umkreis war. Aua, hier habe ich jetzt hinbestellt. Die müssten gleich hier sein. Da wird es hinliefern. Mir ist gerade noch Folgendes eingefallen. Es ist ja so, pass auf. Heute jetzt gerade, wie ich überhaupt darauf kam, die haben eine Live-Promotour gemacht bei Twitch. Knossi und Trimax. Zumindest Knossi habe ich gesehen, der war dabei. Dann etliche Leute diese Pizza verteilt. Das machst du nicht, wenn du nicht absolut überzeugt bist von der Quali. Das wäre ja ein Todesurteil. Sonst gefühlt einmal Cash mitnehmen, dann wieder Insolvenz anmelden. Aber nein, die müssen überzeugt sein, sonst drücke ich nicht jedem meine Pizza in die Hand. Wir werden jetzt da 3 Runden machen. Denk daran. Nur wenn die erste Runde jetzt vielleicht nicht so gut ist. Es ist so abhängig von den verschiedenen Pizzen. Eine kann richtig rein, kann richtig geil sein, eine kann nicht so gut sein. Deshalb zieht euch unbedingt alle 3 Dinger rein. Oh, Entschuldigung, bin schon weg. Ich warte hier und ich habe eine Pizza hier vorne hin bestellt. Die kommt gleich hin. Ja, sehr gerne. Kommen Sie ran hier, aber ich mache ein Video, dann müssen Sie mit drauf. Ich habe mir eben umgeparkt, was ich sagen wollte. Weshalb es auch heute, gerade bei solchen Missionen, ganz, ganz wichtig ist, dass die Bewertung zu 100% on point ist, ist, weil die Pizza so vielen zugänglich ist. Was wäre, wenn ich jetzt einfach auf korrekt mache, wir wissen noch nicht, wie sie ist, aber auf korrekt mache, oh, die ist geil und alle kommen und sagen danach, Holle, was laberst du für Mist? Alle können die testen. Oder im anderen Fall, die ist nicht so gut, danach schreiben alle, Holle, was ist mit dir los, Alter? Das ist die beste Pizza meines Lebens. Es muss nachvollziehbar sein für jeden, der die testet. Meine Bewertung heute. Und jetzt warten wir nur ab, dass die Pizza kommt. Ich guck mal aufs Handy, wann sie da sein soll. Ich habe jetzt gesehen, was für ein Schnäppchen ich gemacht habe. 3 mal 50%.
Ich dreh durch, Alter. 20 bezahlt für 3 Pizzen statt 40. Tag gerettet. Was steckt hinter dieser Trimax Knossi Pizza? Das ist von einem Startup gelauncht. Dieses Startup ist dafür da, sozusagen Influencer mit Investoren zu koppeln, damit diese durch ihre Reichweite natürlich eine Marke groß machen können. Es wurden 2,5 Millionen Euro schon für diese Pizza Slices eingenommen. Es gibt 72 Filialen in Deutschland von Pizza Slices, wo du überall Pizza bestellen kannst. Und die Pizza, die wir heute essen, ist halt unter diesem Konzept aufgebaut. Zu den Investoren gehören Luciano, Knossi, Trimax, Mario Götze, André Schöle, Flixbus, Gorilla, Foodspring und. Also da steckt mächtig Power hinter. Wenn ich die heute zerreiße, sind viele Leute auf mich sauer, glaube ich. Also ich glaube, das ist in der Hinsicht das Video, wo ich mir die allermeisten Feinde in mein Leben machen kann. Ich hoffe wirklich, ich hoffe von Herzen, dass das heute eine gute Pizza wird. Sonst bin ich auch selber enttäuscht. Die sind so geil. Die haben einfach die Pizza dahingelegt. Ich habe eben um die Ecke eine Aufnahme aufgenommen. Die haben einfach hingelegt. Ich konnte nicht mal Trinkgeld geben, gar nichts. Einfach dahingelegt. Ich dachte eben, als ich das gesehen habe, die Besitzer hätten da angenommen und essen jetzt meine Pizza, wisst ihr? Die Hausbesitzer. So, jetzt muss ich aber schnell. So, gehen wir mal einmal hier rüber. Jetzt aber schnell. Oh, da muss ich aber Gas geben jetzt. Runde 1 geht los, Leute. Runde Nummer 1, Sauce Hollandaise, Tomate, Spargel, Kochschinken. Also erstmal Beschaffenheit vom Teig überhaupt nicht in dem Style wie eine normale Lieferpizza. Muss ich sagen, es erinnert in der Hinsicht wirklich an eine Pizza vom Italiener. Eine dünne Pizza, eine ausgerollte, keine mit der Hand geformte Pizza. Was erstmal ja gar nicht schlecht ist. Knuspriger Boden, wirklich knuspriger Boden. Boden erinnert so ein bisschen entweder an Ciabatta oder an Baguette unten der Boden, wenn er etwas dicker gebacken ist. So von dem ist recht dezent vom Geschmack. Nicht so in die Fresse, wie ich es erwartet hätte. Überrascht in vielerlei Hinsicht. Ob positiv oder negativ, Bewertung geht zum Schluss. Wir gehen in Runde 2. Man muss auch dazu sagen, die Pizza ist nicht mehr ganz heiß. Das liegt an der Lieferung, wahrscheinlich an dem Andrang heute. Ich kann sie nur bewerten, so wie ich sie kriege. Also sie ist noch warm, auf jeden Fall. Nicht kalt, aber nicht mehr ganz heiß. Runde 2, die zweitwichtigste Runde für mich. Ehrlich, eine normale Käsepizza mit Schinken, mit Kochschinken. Deutlich krosser gebacken. Tomatig, Miracoli-Style. Ähnliche Gewürze, als würdest du die Tomatensoße von Miracoli essen. Viel Käse drauf, aber kaum käsig im Geschmack. Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Es gibt sehr viele positive Sachen an der Pizza. Dieses Erinnern an Italiener, wirklich. Also das ist ganz anders als normale Pizzen, die du bestellst. Knackiger Boden sogar. Was mich etwas irritiert, ist, dass die Belege nicht so geschmackvoll sind. Wisst ihr? Käse merkst du nicht. Schinken hat auch nicht wirklich Geschmack. Wir gehen in Runde 3, Leute. Direkt. Für mich die entscheidende, weil es mit meinem Lieblingswort ist, zum Bestellen Salami. Dickkäse, wirklich Dickkäse. Aber du schmeckst sie nicht, irritierend. Scheiße, ich kann hier nicht richtig sitzen, so eine Scheiße. Jetzt stell ich mich hin. Ich hab einen Plan. Riskant, aber effektiv. Die Salami hat Geschmack. Leicht, ganz, ganz minimale Schärfe, Pfeffernote. So Dickkäse, also das ist unglaublich. Aber du schmeckst sie nicht. Salami ist vernünftig. Wisst ihr, was ich mache? Fairness halber, wirklich, noch einmal. Bestell ganz schnell noch eine Pizza. Hoffe einfach, dass sie übelst heiß ist für die Jungs. Weil vielleicht wird das die Bewertung auch noch mal nach oben katapultieren. Nochmal die Ehrenrunde. Gucken, ob es jetzt heiß ist, Leute. Richtig heiß. Bin gespannt. Ja, jetzt ist es richtig heiß und ich habe einen guten Vergleich. Was stört einfach bei der Pizza, und das muss man einfach sagen, der Käse hat leider so gut wie keinen Geschmack. Ich würde sogar, ja, also ich schmecke nur die Tomatensauce, das stört wirklich ein bisschen. Willkommen zur Bewertung.
dazu meine Bewertung entspannt aus dem Auto. Also ich möchte euch erstmal zwei Fragen beantworten. Zum einen, würde ich euch empfehlen, diese Pizza zu bestellen? Ich kann es euch wirklich empfehlen. Einfach aus dem Grund, dass eine Pizza, wie ihr sie woanders noch nicht gegessen habt. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Hybrid aus einer Italiener-Pizza vom Italiener. Wirklich dieser knusprige Boden, knuspriger Rand. Aber halt eben auch dieses Lieferservice-Style mit einem dicken Käse und dick Tomatensauce. So. Wirklich mal was anderes. Würde ich sie wieder bestellen? Das würde ich nicht. Einfach weil es für so eine Italiener-Pizza langt es nicht, für eine gute Italiener-Pizza. Und wiederum für so eine Lieferservice-Pizza kann sie auch nicht oben mithalten. Da würde meine Wahl auf einen anderen Lieferservice fallen, da bin ich ehrlich. Ich würde 5,8 Punkte geben. Einfach, der Belag hat einfach zu wenig Geschmack. Ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb wäre es gelogen, wenn ich euch jetzt irgendeinen Mist erzähle. Und ich denke, die von euch, die sie schon getestet haben, werden es gemerkt haben. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und eure Bewertung auch. Was ihr für die, die es getestet haben und für die nicht, eure Meinung, was ihr zum Video sagt. Mich würde sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen oben da lassen würdet, einen Kommentar. Und das war es auch im Video. Heute erfahren, dass das Ganze kam. 3 Stunden später da gewesen. Heute ist Samstag, morgen kommt das Video. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Sonntag. Heute zumindest. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.